Ernährungsgeragogik. Schon mal was davon gehört? Ernährungswas? Na, das sagt mir nichts. Puh, keine Ahnung. Aber dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Was ist denn nun Ernährungsgeragogik? Zu diesem Thema befragen wir heute Frau Professorin Magistra Doktorin Brigitte Bleier, Ernährungswissenschaftlerin für das Institut der Sekundarstufe im Fachbereich Ernährung. Sie hat auch ein Buch zu diesem Thema mit Frau Magistra Alexandra Reil verfasst zum Thema Ernährung im Alter. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Frau Bleier, was ist denn nun Ernährungsgeragogik und was steckt hinter diesem Begriff? Ernährungsgeragogik ist die Pädagogik, die sich mit der bedürfnisorientierten, altersangepassten Umsetzung ernährungswissenschaftlicher Empfehlungen beschäftigt. Das oberste Ziel ist das individuelle Anpassen der Ernährungs- und Essgewohnheiten, um Mangelernährung zu vermeiden und Lebensqualität zu erhalten. Das klingt, als wäre Ernährungsgeragogik ein sehr wichtiger Punkt für uns, gerade wenn wir daran denken, unsere eigenen Eltern oder Großeltern später einmal zu pflegen. Ernährungsgeragogik ist jedoch in unserem Sprachgebrauch kaum verwendet. Frau Bleier, Ernährungsgeragogik setzt sich ja aus zwei Wörtern zusammen. Könnten Sie uns diese vielleicht kurz erklären? Das Wort Geragogik stammt aus dem Griechischen und bedeutet be- oder geleiten von älteren Menschen zu einem aktiven, selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben. Gemeinsam mit den Begriffen Ernährungswissenschaft und Ernährungspädagogik ergibt das die Ernährungsgeragogik. Das klingt ja sehr schlüssig. Nun haben wir einen ersten Einblick in die Thematik erhalten. Frau Bleier, welche Ziele verfolgt nun die Ernährungsgeragogik? Oberste Priorität in der Ernährungsgeragogik hat das Erhalten des Appetits älterer Menschen, das Vorbeugen von Mangelernährung und das rechtzeitige Erkennen von ungewolltem Gewichtsverlust. Das bedeutet, man versucht, dass ältere Erwachsene so lange als möglich sich selbstständig ernähren, um möglichen Gewichtsverlust oder eine Mangelernährung vermeiden zu können. Vielen Dank, Frau Bleier, für einen kurzen Einblick in diese sehr spannende Thematik. Als nächsten Gast dürfen wir Frau Christina Autischer begrüßen. Sie ist Studentin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und besucht das Seminar Ernährungsgeragogik. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wir haben heute schon öfter den Begriff ältere Erwachsene gehört. Warum sollte man diese Personengruppe nicht als Seniorinnen oder Senioren, Pensionisten oder Pensionistinnen ansprechen? Und welche Bedeutung hat eine altersangepasste Sprache gerade für diese Personengruppe? Von älteren Erwachsenen spricht man in Ernährungsgeragogik oft, da es sich um einen genderneutralen Begriff handelt. Generell wird in der Ernährungsgeragogik viel Wert auf einen respektvollen Umgang und eine würdevolle Sprache gelegt. Zum Beispiel wäre es ein absolutes No-Go, nicht verwandte ältere Erwachsene mit Hey Oma oder Opa anzusprechen, sondern das sind dann Herr Huber, Frau Müller zum Beispiel. Und auch das Servicepersonal hat vieles im Umgang mit älteren Erwachsenen zu beachten. Um zwei Beispiele zu nennen, man spricht nicht vom Füttern einer Person, sondern man reicht das Essen. Und auch das Wort Windel soll mal zur Gänze aus dem Wortschatz streichen und zum Beispiel durch den etwas humorvolleren Begriff Höschen ersetzen. Das klingt einleuchtend, denn jeder von uns möchte gerne mit Respekt behandelt werden und sich nicht bevormundet fühlen. Laut der WHO gibt es eine Gliederung für Personengruppen ab dem 60. Lebensjahr. Könntest du uns vielleicht die einzelnen Stadien kurz erklären? Ja, sehr gerne. Von 60 bis 65 Jahren spricht man von sogenannten Übergang ins Alter. Von 66 bis 74 Jahren zählt man zu den jungen Alten. Von 75 bis zum 89. Lebensjahr zählt man zu den Betagten bzw. Hochbetagten. Ab dem 90. Lebensjahr zählt man zu den Höchstbetagten. Und wenn man 100 oder älter wird, wird man zu den Langlebigen gezählt. Wir hoffen noch alle, dass wir über 100 werden und zu den Langlebigen zählen. Jedoch hat sich im englischen Sprachraum eine andere Methode zur Evaluierung des Allgemeinzustandes etabliert. Hierbei ist nicht das biologische Alter die Messgröße, sondern der Körperzustand. Kannst du uns hierzu die einzelnen Stadien etwas genauer erklären? Natürlich, zu den sogenannten Go-Gos zählen Personen, die ihre Alltagsaktivitäten selbstständig durchführen können, zum Beispiel Kochen, Einkaufen oder die Körperpflege.
Zu den Slow-Goes gehören Personen, die in ihrer Gangart etwas langsamer sind, aber ihre Beeinträchtigungen durch bestimmte Hilfsmittel wie einen Rollator oder einen Gehstock kompensieren können. Zu den No-Goes gehören Personen, die zur Gänze auf die Hilfe anderer angewiesen sind, zum Beispiel in Form von 24-Stunden-Pflege oder durch die Betreuung von Familienmitgliedern. Okay. Also das kalendarische Alter spielt hierbei keine Rolle. Hingegen steht die körperliche Verfassung im Vordergrund. Wie sieht das nun mit der Ernährung aus? Wie sollten sich nun deiner Meinung nach ältere Erwachsene ernähren, um so lange als möglich selbstständig zu bleiben? Am besten natürlich gesund und ausgewogen. Jedoch gilt es, die persönlichen Gewohnheiten und Lieblingsspeisen der Personen zu berücksichtigen. Häufig kommt es im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel der Demenz, dazu, dass die Personen bevorzugt jene Gerichte essen, die sie vor Ausbruch der Krankheit auch schon gegessen haben. Auch spielt die körperliche Verfassung eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Konsistenz von Speisen, wenn jemand schlechtere Zähne hat. Um gewisse Ziele mit älteren Erwachsenen gemeinsam zu erreichen, ist einerseits die Bereitschaft der beteiligten Personen wichtig, andererseits auch das Engagement der Pflegekräfte und der Angehörigen. Vielen Dank, Christina, für deine Zeit und deine Expertise. Nun zeigen wir euch noch ein Beispiel, wie Ernährungsgeragogik im Umgang mit älteren Erwachsenen im Alltag eingesetzt wird. Dazu nutzen wir Hilfsmittel, um die Mobilität und die Selbstständigkeit so lange als möglich erhalten zu können. Hallo, ihr habt mir doch erzählt, dass ihr an einem Ernährungsgeragogik-Seminar teilnehmt. Ich habe eine Frage, und zwar fällt mir auf, dass meine Oma in letzter Zeit sehr wenig trinkt und daher vermutlich an Schwindel leidet. Vor allem, wenn sie nach dem Essen aufsteht, ist ihr oft schwindelig. Habt ihr hier ein paar Tipps für mich? Hallo, ja, ich glaube schon, dass wir dir hier weiterhelfen können. Hallo, ja, wir können dir weiterhelfen. Im Laufe des Lebens verändern sich einige Dinge im physiologischen und psychosozialen Bereich. Und welche Veränderungen können das konkret sein? Im physiologischen Bereich können das Veränderungen wie Sarkopenie, Dysphagie, Dehydrierung, Einschränkungen im Tast- und Sehsinn sowie Verminderung des Durstgefühls sein. Leider verstehe ich die Begriffe Dysphagie, Sarkopenie und Dehydrierung nicht. Könnt ihr mir diese erklären? Sicher. Sarkopenie ist der Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft. Dysphagie ist eine Schluckstörung, die vom Arzt diagnostiziert werden muss. Und Dehydrierung ist die Austrocknung des Körpers, wenn man zu wenig Flüssigkeit aufgenommen hat. Aber es gibt auch psychosoziale Veränderungen, wie zum Beispiel, wenn man statt Multitasking nur mehr Monotasking fähig ist. Sind dir diese Begriffe klar? Nein, leider nicht. Könnt ihr mir diese erklären? Das bedeutet, dass es älteren Personen oft schwerfällt, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Deshalb solltest du deiner Oma auch nicht mehrere Aufgaben gleichzeitig geben. Zum Beispiel nur eine Suppe kochen anstatt eines Drei-Gänge-Menüs. Und es ist wichtig, dass du ihr unsere Tipps nicht alle auf einmal gibst, sondern einen nach dem anderen. Und was hat das jetzt alles mit dem Trinkverhalten meiner Oma zu tun? Es hat deshalb mit dem Trinkverhalten deiner Oma zu tun, da diese Faktoren möglicherweise einen Einfluss darauf haben. Durch all diese Veränderungen kann es sein, dass deine Oma oft das Trinken vergisst, weil sie eben nicht mehr so multitaskingfähig ist. Außerdem kann es sein, dass deiner Oma das Trinkglas zu schwer ist oder es ist ergonomisch ungünstig geformt und es rutscht ihr aus den Händen. Es kann aber auch sein, dass sie den letzten Schluck nicht nehmen will, da ihr beim nach hinten Neigen schwindelig wird. Ich möchte ergänzen, dass ältere Menschen wenig trinken, da sie Angst haben, auf die Toilette zu gehen, wenn sich in der Nähe keine befindet. Des Weiteren können sie durch die Sarkopenie oft selbst keine Verschlüsse von Flaschen öffnen und tun sich aufgrund ihres eingeschränkten Sehsinns schwer, durchsichtige Gläser zu fassen. Ah, okay, vielen Dank. Hättet ihr jetzt konkrete Tipps für den Alltag meiner Oma? Sicher, es gibt schon einige Hilfsmittel, die das Leben deiner Oma um einiges erleichtern können. Wie zum Beispiel ein farbiger Trinkbecher, der leichter erkannt wird. Oder ein ergonomisch geformter Becher, der das nach hinten Beugen verhindert. Aber auch schon Kleinigkeiten können das Leben erleichtern, wie leichtere Gläser oder Krüge.
Außerdem ist es hilfreich, Getränke an einen Ort zu platzieren, an dem man sich öfter am Tag vorbeibewegt, um ans Trinken erinnert zu werden. Bei Schluckstörungen kann auch das Eindicken von Getränken hilfreich sein. Dazu können nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin amylaseresistente Eindickhilfen aus der Apotheke verwendet werden. Okay, aber was bedeutet denn eigentlich amylaseresistent? Amylase ist ein Enzym im Speichel, das Kohlenhydrate aufspaltet. Das heißt, diese Eindickhilfen können im Mund länger bleiben, ohne sich zu verflüssigen. Okay, vielen Dank, jetzt kenne ich mich aus. Eine Frage hätte ich noch, und zwar meine Oma trinkt sehr gerne Mineralwasser, tut sich aber schwer beim Öffnen der Flasche. Hättet ihr da einen Tipp für mich? Ja, da gibt es spezielle Flaschenöffner, die die Hebelwirkung vergrößern. Super, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall einige eurer Tipps in den Alltag meiner Oma integrieren. Sehr gerne. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Hilfe des Baumprinzips oder den Checklisten der Ernährungsgeragogik eine individuelle Unterstützung im Trinkverhalten anzubieten. Wir freuen uns, dass wir unser erlerntes Wissen aus dem Seminar mit dir teilen durften und somit deiner Oma weiterhelfen konnten. Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit einer Studentin und später noch mit einem Studenten, die in diesem Semester das Wahlfach Ernährungsgeragogik absolviert haben. Sie werden uns mehr über die Alltagsanwendung des Baumprinzips in der Ernährungsgeragogik erzählen. Dazu begrüße ich Frau Singer. Schönen guten Tag, sehr gerne. Beim Baumprinzip handelt es sich um eine individuelle Unterstützung von älteren Personen, damit das Trinkverhalten oder Ernährungsverhalten verbessert werden kann. Dabei geht man vor allem folgenderweise vor. Wir beginnen mit dem Buchstaben B, der Beobachtung. Um zu zeigen, was damit gemeint ist, schauen wir uns die Trinkgewohnheiten zweier älterer Erwachsener im Tagesverlauf an. Was können Sie uns zu diesem Video sagen? Anhand des Videos konnte man erkennen, dass sich nur zwei kleine Tassen Kaffee auf dem Tisch befanden. Während des gemeinschaftlichen Kreuzworträtsels hingegen befand sich weder ein Wasserglas noch ein anderweitiges Getränk auf dem Tisch. Bezüglich des Mittagessens fiel mir auf, dass sich hierbei der ältere Erwachsene an seinem Bier mit einem kleinen Schluck erfrischte, jedoch anschließend niemals mehr einen Schluck trank. Somit waren beide Teller zwar leer gegessen, jedoch waren die Gläser noch voll. Ah, interessant. Und was konnten Sie noch beobachten? Weiters ist mir aufgefallen, dass der ältere Herr am Beistelltisch ein Glas stehen hatte, jedoch war dieses leer getrunken. Beim gemeinschaftlichen Kartenspiel befand sich nur eine Kaffeetasse bei dem Herrn, bei der Dame befand sich weder ein Getränk noch ein Glas. Bezüglich des Abendessens ist mir aufgefallen, dass die ältere Dame einen schweren Krug vor sich stehen hatte und ein einziges Glas am Tisch stand. Somit trank der Herr nichts. Super, dass Sie das so beobachtet haben. Solche kleinen Dinge sind wichtig. Wie gehen Sie nun weiter vor? Nach der Beobachtung dieses Videos stelle ich fest, dass die Trinkmenge überhaupt nicht ausreichend ist und somit das Trinkverhalten sich schleunigst verbessern sollte. Somit gehen wir weiter mit dem Baumprinzip, mit dem A wie Analyse. Was ist bei der Analyse zu beachten, beziehungsweise welche unterschiedlichen Vorgehensweisen gibt es dabei? Ja, eine Methode wäre es zum Beispiel, die Trinkmenge zu analysieren.
Dies geschieht mittels eines Trinkmengenprotokolls. Dabei ist es vor allem wichtig, dass man die Art, die Zeit und die Menge der getrunkenen Flüssigkeit genauestens aufschreibt. Jedoch ist hierbei zu beachten, dass man am Ende des Tages die gesamte Flüssigkeitszufuhr zusammenfasst und zu guter Letzt muss man noch beachten, ob die Person es überhaupt noch eigenständig zusammenfassen kann oder ob eine Hilfe nötig wäre. Okay, danke schön. Und wie viel sollte man am Tag eigentlich trinken? Es sollten mindestens 1,5 Liter pro Tag getrunken werden. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass die Getränke kalorienarm sind und vor allem auch wenig Alkohol beinhalten. Ich würde empfehlen, dass wir auf Wasser oder ungesüßte Tees zurückgreifen. 1,5 Liter pro Tag, das ist mehr als ich erwartet hätte. Gibt es zur Analyse noch eine weitere Methode? Ja, die gibt es. Es gibt nicht nur das Trinkprotokoll, sondern ebenfalls eine Checkliste. Bei der Checkliste ist es jedoch so, dass man mit der betroffenen Person sich unterhält und anschließend das Trinkverhalten dokumentiert. Wie darf ich mir ein solches Gespräch vorstellen? Ich gehe mit den älteren Erwachsenen anschließend die Checkliste Punkt für Punkt durch und vor allem achte ich auf die individuellen Gewohnheiten der Flüssigkeitszufuhr. Wie schaut ein solcher Tagesrhythmus bei den älteren Erwachsenen aus und können Sie auch ein Beispiel dazu nennen? Natürlich, ich bespreche zu Beginn den Trinkrhythmus und zu welcher Tageszeit am meisten Flüssigkeit konsumiert wird. Dabei sagen die meisten älteren Erwachsenen, dass sie am Morgen bis zum Mittag am häufigsten Flüssigkeit zu sich nehmen, da sie Angst haben, dass sie, wenn sie zu spät am Abend etwas trinken, ihre Ruhephase und somit die Nachtruhe gestört wird. Außerdem ist es für die älteren Erwachsenen viel leichter, wenn sie nicht die gesamte Tagesflüssigkeit erst am Abend zu sich nehmen müssen. Sehr interessant, was dabei alles zu beachten ist. Gibt es bei der Checkliste noch weitere Punkte, die zu beachten sind? Ja, zum Schluss wird noch festgehalten, ob die ältere Person zum Beispiel eine Trinkhilfe benötigt oder vielleicht an einer Dysphagie, also an einer Schluckstörung leidet. Vielen Dank, Frau Singer, für den ersten Überblick. Und nun beschäftigen wir uns mit den U und den M im Baumprinzip und dazu begrüße ich Herrn Brunner. Grüß Gott, Herr Brunner. Frau Singer hat uns bereits ausführlich über die Analyse erzählt und nun erfolgt der nächste Schritt, die Umsetzung. Wie geht man dabei vor? Grüß Gott. Bei der Umsetzung geht man individuell auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der älteren Person ein. Verhaltensänderungen können zusätzlich vorgenommen werden. Dafür sind zwei Varianten von Präventionsmaßnahmen erfolgsversprechend. Als erstes hätten wir die Verhaltenspräventionsmaßnahmen. Diese basieren auf Einzelgesprächen, bei denen die Trinkmenge und das Trinkverhalten erhoben werden. Meistens erfolgt zeitgleich auch das Festlegen von neuen Zielen, wie etwa das Üben von neuen Trinkritualen. Daneben gibt es noch Verhältnispräventionsmaßnahmen, bei denen die Umgebung des älteren Erwachsenen so verändert wird, dass eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr gewährleistet ist. Dazu zählt beispielsweise das Aufstellen von gut gefüllten Trinkgefäßen oder Trinkoasen. In der Praxis werden dann meistens mehrere Methoden der Verhältnis- und Verhaltensprävention angewandt. Ziel ist dabei immer die Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr. Sehr interessant, etwas über die Verhaltens- und die Verhältnisprävention zu hören. Zu guter Letzt haben wir noch den Buchstabe M. Wofür steht dieser? M steht für die Motivation, denn ohne diese ist keine Präventionsmaßnahme erfolgsversprechend. Das Trinkverhalten des älteren Erwachsenen lässt sich nur dann verbessern, wenn die Person selbst auch genug Motivation mitbringt. Motivierend wirken etwa ein buntes Trinkgefäß, ein Lieblingsgetränk oder guter Zuspruch. Betreuungspersonen prosten älteren Erwachsenen auch gerne zu, um sie so zum Trinken zu animieren. Zusätzlich kann man im Sommer auch gerne zu Wassereis und Früchten greifen und im Winter zu Suppen, um die Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen. Reicht dazu ein einmaliges Gespräch mit der betroffenen Person aus? Nein, ein solches Verhaltensmuster entsteht nicht von heute auf morgen. Man muss bedenken, dass die älteren Erwachsenen sich ihr Trinkverhalten über die Jahrzehnte angeeignet haben. Ein einmaliges Gespräch reicht daher nicht aus. Daher sollte das Baumprinzip immer wiederkehrend angewandt werden. Weiters kann man es auch für andere Bereiche verwenden, wie zum Beispiel zur Verbesserung des Essalltags. Herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen und vor allem für Ihre Zeit, Herr Brunner. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass im Download-Bereich das Trinkprotokoll und die Checkliste zur Verfügung stehen. Abschließend möchte ich mich für die Teilnahme bedanken bei Ihnen und wünsche noch viel Erfolg beim Lernen.